Hannes und wir besuchen heute die älteste Edelbrennerei Tirols. Genau so ist es. Es ist ein Traditionsunternehmen, aber auf der anderen Seite haben sie sich auch ganz neu aufgestellt und positioniert. Und wenn es ganz gut geht, dann werden wir wahrscheinlich das eine oder andere Schnapsel verkosten auch dürfen, nehme ich an. Ich denke schon. Ich würde sagen, dann gebe ich dir sicherheitshalber den Autoschlüssel. Okay, ist eine gute Idee vielleicht. Super. Servus, grüß dich. Hallo Christian, fein, dass wir da sind. Jetzt kommen wir, ja? Ja, tadellos, gleich gefunden. Ja, dann kommst du mit, dann zeige eigentlich die Brennerei ein bisschen. Ja, super. Gern. Christian, wie geht's euch jetzt nach 2 Jahren Pandemie? Gott sei Dank haben wir die Pandemie halbwegs gut überstehen können. Ein Riesenthema, wo natürlich die Gastronomie, unser Hauptabnehmer, total weggebrochen. Wir haben aber vor 3-4 Jahren schon mal reinschnuppern dürfen, einen Einzelhandel. Das haben wir noch riesengroß ausgebaut. Auch natürlich der Online-Shop ist ein Riesenthema. Wir haben den Umsatz jetzt verdreifachen können durch einen Online-Shop und Einzelhandel. Und mittlerweile geht auch die Gastronomie wieder relativ gut. Und das habt ihr ja gleich einmal am Anfang von der Pandemie auch mit der Produktion von Desinfektionsmitteln begonnen, oder Christian? Ja genau, Johannes, da haben wir Gott sei Dank schnell und auch richtig reagiert, sage ich einmal. Da sind wir einfach die Ersten gewesen und haben dann gleich einmal mit Desinfektionsmitteln angefangen zu machen. Und das hat uns natürlich auch viel geholfen. Aber ein Hauptprodukt auch in Zukunft ist der Edelbrand, oder? Nehme ich an. Ja, genau. Wir sind ja voll auf Qualität, sage ich einmal. Und unser Edelbrand ist unser Hauptthema. Und dem möchten wir am Mann kommen. Wir sind auf Qualität und das darf ich jetzt gerne mal direkt in der Brennerei sagen. Super, gerne. Fein. Christian, der Hannes hat mir bei der Herfahrt erzählt, dass du eigentlich ein Spätberufener bist. Ja, genau, das stimmt. Ich habe eigentlich Kfz-Mechaniker gelernt, bin dann zur Brennerei Erber gekommen als Lieferant, habe dann ein Jahr circa Lieferant ausgeübt hier und da hat dann der Chef meine Fähigkeiten, glaube ich, entdeckt und hat mich gefragt, ob ich nicht den Destillateur machen möchte. Ich habe mich dann den richtigen Weg entschieden, sage ich einmal, und habe es bis heute nicht bereut. Ja, und seitdem, glaube ich, gewinnt schon einen Preis nach dem anderen, wenn man da an die Auszeichnungen sieht. Ja, Gott sei Dank ist uns das auch gelungen, sage ich einmal, auf Qualität zu bauen. Und wir haben auch schon weltweit jetzt Preise gewonnen. Bin ich sehr stolz auf das. Und wie erkennt man jetzt beim Schnaps oder Edelbrand die Qualität? Das ist eine gute Frage. Das geht einmal richtig los bei der Qualität des Obstes. Wichtig ist von Grund aus anfangen. Und da haben wir mittlerweile schon unsere fixen Bauern in Nord- und Südtirol. Und da dürfen wir schon hinfahren, dürfen wir die Blüte beobachten, das Wachstum des Obstes beobachten. Da ist uns lieber am Bauern ein bisschen mehr zahlen und dafür kriegen wir aber 1A-Qualität. Das zweite ist dann die Vergärung. Das Obst muss jetzt kleiner und vergoren werden. Die Vergärung wird beobachtet und dann das Brennen. Und da muss man ein richtiges Geruchs- und Geschmackssinn haben, weil Vorlauf, Nachlauf abtrennen und das Herzstück herauszaubern. Ja, aber allgemein wird ja eigentlich jetzt eher weniger Schnaps getrunken als wie früher, oder? Ja genau, Johannes, du hast recht. Zur Zeit wird eher weniger Schnaps getrunken. Der Kunde ist aber bereit, mehr zu zahlen und trinkt dafür einen guten Edelbrand. Christian, was sind jetzt aktuell die Topseller, die du hast? Ja, zurzeit, es hat sich einiges verändert mit der Kultur und so. Unsere Topseller sind zurzeit der Brix Gin und die Tiroler Zirbe. Aber natürlich, wo wir besonders stolz sind auf unsere Edelbrände, läuft nach wie vor sehr gut. Du bist jetzt seit 10 Jahren Geschäftsführer da und wir haben gesehen, was du da jetzt eigentlich alles weiterentwickelt hast. Gibt es jetzt noch Pläne oder ist es jetzt einmal so, dass man sagt, jetzt reicht's? Ja, nein, die stimmt. Wir haben in letzter Zeit sehr viel gebaut. Ein Ziel hätte ich noch, da wir ja sehr umsatzsteigernd, Gott sei Dank, sind. Wir möchten noch anschließend Lagerhalle bauen für Leergut und so weiter. Und dann möchte ich mich aber von der Bauerei eher wieder zurückziehen und wieder auf unsere Produkte, neue Produkte eingehen und neue Produkte erschaffen. Super, dann stoßen wir an. Vielen Dank für die
beeindruckende Führung. Gratuliere. Gesundheit. Zum Wohl, danke. Gesundheit, danke, Christian. Zum Wohl. Zum Wohl.